So, hallo, wir machen weiter. My Things, ich nehme mir mal kurz wieder 20 Minuten zum Aufnehmen. Dann kriegen wir für Sonntag auch noch einen Part auf jeden Fall raus. Ja. Neues Level, Uncontested Power, haben wir noch nicht gesehen, waren wir noch nicht drinne. Insofern, let's go. Oh je. Okay, den Switch, das, okay, okay. Dass der gedrückt wird, kann ich gar nicht verhindern. Da hätte ich wahrscheinlich schießen müssen. Oi. Okay. Ah, und dann geht das da hoch. Ach du... Okay. Huh! Also die Switches... Die Switches verändern jeweils, wie sich die Lava... Oh mein Gott. Ja, das hat jetzt nicht getroffen. Okay. Aber muss ja wirklich richtig exakt. Wobei, das geht das von selbst. Hä? Geht er von selbst auch wieder hoch irgendwie? Oh mein Gott. Oh Gott, dieser zweite Sprung. Oh, das wird mein Lieblingssprung in dem Part. Merkt das schon? Ja, moin. Muss ich da kurz warten? Wahrscheinlich. Okay, dann hier runter. Und dann geht's von selbst wieder hoch. Okay. Ach, ich drücke den P-Switch gar. Oh, ich hab's gecheckt. Ich drück den gar nicht für den On-Off. Die Lava reagiert nicht auf den On-Off. Der On-Off ist nur für die Barriere. Die Lava geht von selbst wieder hoch. Okay. Das ist einfach der ganz normale Layer, der eben durch den P-Switch zusätzlich ausgelöst wird. Jetzt geht's von selbst wieder hoch. Und jetzt geht's von selbst wieder hoch. Ja, moin. Okay, da muss ich vielleicht ein bisschen warten. Ja, gut getroffen. Das ist nicht durchgegangen. Oh Gott. Oh Gott, das ist ein hektisches Level. Oh Gott. Das ist ein hektisches Level. Heieieiei. Ja, wieso trifft... Hä, der geht durch und trifft nicht. Wahrscheinlich, weil er nicht im Screen war. Ja, wahrscheinlich ist er ganz knapp manchmal nicht im Screen drin. Da hat es kurz gelaggt. Oh Gott. Ah, nein. Nein. Oh mein Gott. Ach, jetzt hat es wieder nicht funktioniert. Aber wahrscheinlich bin ich da zu weit noch drüben. Das kann schon sein. Oh! Ja, jetzt hat man es gesehen. Eieiei. Uff. Okay, dann kann ich aber... Dann kann ich die Shell auch später werfen. Dann juckt die Shell ja nicht die Lava. Also verstehe ich dann gar nicht, wofür der Zaun da ist. Aber dann passt es ja. Theoretisch. Ach komm. Ja. Na, spring doch nochmal. Uiuiui. Direkt nach dem P-Switch nochmal springen ist auch interessant. Ich kann nicht danach nochmal springen. Ich drück die Taste. Aber ich muss danach nochmal springen. Oh ja, moin. Ich habe die Shell nicht geworfen. So, okay, genau so. Dann so, oh! Diese Dinger, die so schnell fallen, das ist... Oh ja, genau. Genau deswegen will ich die Shell nicht eher werfen. Genau deswegen. Das lassen wir schön bleiben. Das funktioniert anders nämlich auch sehr gut. Ah! Die bleibt... Okay, die bleibt auf der Höhe, dass ich den P-Switch immer treffe. Das ist good to know. Dann muss ich mich da nämlich nicht hetzen. Die bleibt auf der Höhe einfach stehen. Das ist sehr gut zu wissen. So diese Plattformen, die sofort runterfallen. Ah!
Ich habe den letzten Part schon genannt, man muss so schnell reagieren. Ich könnte den hier schon wieder so nennen. Ah. So, jetzt zack. Aha, jetzt bin ich in die Stachel reingerutscht. So. Oh. Okay, so, jetzt gucken wir mal. Ah, das war jetzt zu hoch, okay. Hm. Also, jetzt ist die Lava ist zu hoch gefahren. Ich muss da vorher rüberspringen. Aber bisher kriegen wir das hin. Bisher kriegen wir das hin. Die anfänglichen Probleme haben sich schon ein bisschen wieder aufgelöst. Die anfänglichen Probleme haben sich schon ein bisschen wieder aufgelöst. Man muss einfach immer ganz ruhig an solche Sachen rangehen. Und dann wird das auch. So, zacki. Na. Zack. Ja, das war knapp. Würde ich es mal nennen. Ju! Und vor allem dadurch, dass ich gemerkt habe, dass ich mich da jetzt nicht so mega beeilen muss, sondern dass die Lava ja anhält an dem einen Punkt, ist das auch nochmal deutlich angenehmer geworden. Das muss man halt erstmal realisieren. Ansonsten wirkt das Level ganz anders, als es eigentlich wirklich ist. Nein! Okay. Das ist schon der Midway. Ja, easy. Ja, easy. Oh mein Gott. Das ist ja kurz bis zum Midway. Sehr gut. Bin ich zufrieden. Bin ich absolut zufrieden mit. Huch. Also ich kann es immer wieder sagen, so die Länge von den Abschnitten ist meistens echt gut. In dem Knochenlevel war der hintere Abschnitt vielleicht ein bisschen lang, gerade mit der Stelle, wo ich dann die Save States zum Testen genutzt habe. Gerade mit der Stelle war es vielleicht ein bisschen lang, aber ansonsten ist die Levellänge wirklich recht angenehm. Vorausgesetzt, man hat halt auch ein Gimmick, was man steuern kann. So dieses Shell-Gimmick in dem einen Level, das war nach wie vor echt ganz weird. So, Mist. Das ist auch bisher das einzige Level, was wir mit Save States gemacht haben. Na, das bleibt im Moment dabei. Ich habe sonst kein Level mit Save States geschafft. Sonst alle ohne. Selbst den Schornstein habe ich ja nachgeholt. Finde ich schon ganz cool. Vor allem, dass ich nach wie vor die Geduld dafür habe. Ich meine, wir wären hier längst durch, wenn ich mit Save States spielen würde, aber mit Save States ist es. Es fühlt sich einfach zu leicht an. Es fühlt sich dann einfach zu leicht an. Und dann will ich das nicht. So. Nein! Hat er noch mit den Zehenspitzen die Lava berührt. Yes, so, jetzt kommen wir aber zum Midway. So viel zum Midway. Da, 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 da. Also in dem Part werden wir auf jeden Fall zum Midway schon mal kommen, das ist schon mal gut. Ob wir das Level schaffen, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Aber der Midway ist schon mal sehr fair gesetzt. Oh, da muss ich, ja, natürlich.
Vorhin bin ich nur ein bisschen zu hoch, aber ich muss den schon nutzen. Ich muss den schon als Sprungbrett nutzen. Ach! Nein! Diese dummen Stacheln. Ja, perfekt. Jetzt ruhig. Nein, ach, der geht ja kaputt. Ich wollte sagen, jetzt können wir ganz ruhig auf dem bisschen jonglieren. Ja, nee, er geht ja kaputt. Ich habe nur einen Versuch. Wie immer habe ich nur einen Versuch. Das war zu weit. Das war zu bald. Ich muss ein bisschen auf dem, auf der Magie kann ich ein bisschen jonglieren, aber. Also nicht jonglieren, balancieren. Aber dann muss ich mit einem Sprung rüber. Ja. Yes! Da ist der Midway. Okay, so, jetzt kommt noch zusätzlich der Boden dazu, der sich bewegt. Ach, jetzt bewegt sich gar. Okay, jetzt bewegt sich gar nicht mehr die Lava. I like. Jetzt wird's neu. Okay, das gefällt mir jetzt fast besser, glaube ich. Ich glaube, das gefällt mir fast besser. Aber wir werden sehen. Vielleicht ändere ich meine Meinung gleich. By the way, haben wir hier drüben vielleicht einen Mond, der runterfährt? Nein. Ah, stimmt, weil die Lava ist jetzt im Hintergrund. Ah, ja. Man sieht's an der Färbung. Die Lava da oben ist jetzt sozusagen fest. So, die bleibt. Und jetzt bewegt. Aber dann kann auch später sich wieder Lava bewegen. Also, das kann jetzt alles passieren. Von hier an ist alles möglich. Auch, dass ich da nie durchkomme. Auch das ist von hier an möglich. So. Wow! Okay, und jetzt hätte ich da. Okay, gut zu wissen, was da drüben passiert. Ja, moin. Da kommt einfach mal eine Stachel dann und Mancha und alles. Mancha. Piranhas. Meins sind alles Pflanzen, aber nicht die Pflanzen, die ich meinte. So, jetzt kommt die Stachel. Okay. So, erst links, dann rechts und dann kommen die Munchies. Ist ja wurscht, ich kann es auch Munchies nennen. Die Pflanzen halt. Mancha, Pflanzen, alles das gleiche. Nicht jede Pflanze ist ein Mancha, aber jeder Mancha ist eine Pflanze. So, zack. Muss ich da warten oder muss ich einfach schneller rüber? Ich muss sagen, der zweite Abschnitt gefällt mir deutlich besser als der erste. Nicht, dass der erste schlecht war, gar keine Frage, aber der zweite ist deutlich weniger hektisch. So, rein vom Spielen her, rein vom Feeling her, fühle ich mich hier wohler. Okay, dann muss ich. Das muss ich irgendwie anders machen. Ich weiß noch nicht wie, aber anders. Aber auf jeden Fall anders. Ah! Zu hoch. Dann mache ich schon extra nur Spin-Jumps und dann ist trotzdem zu hoch. Ach, Mann! Nein! Stop it! Okay, nice. Oh, da muss ich einen normalen Sprung machen, sonst haut das nicht hin. Ah! Ich komme noch viel zu selten konstant durch, aber ich komme durch. Das reicht eigentlich. So, links, rechts, rüber. Ja, okay, ich kann so ein bisschen die anfixen und dann müsste ich da wegkommen. Das sollte hinhauen. Ja, zu bald. Fast ein bisschen erschrocken. So, zack. Ach, schon wieder. Das ist auch so eine Eigenart von mir. Wenn ich einmal einen Fehler mache, mache ich ihn einfach ständig.
Jetzt werde ich gleich nochmal an dem Piesewitch in der Lava verrecken, bevor wir weiterkommen. Nee, tatsächlich nicht. Ja, ich muss... Ah, es ist... Es ist trotzdem noch... Ja, ich muss es noch ein bisschen rumprobieren. Ich muss da noch ein bisschen rumprobieren. Und zum Rumprobieren würde ich jetzt wirklich immer so ein paar Übungs-Safe-Sets nutzen, nachdem mir auch geschrieben wurde, dass das auch Speedrunner und so weiter machen, einfach zum Testen mit Safe-State spielen. Ja, moin, ich brauche sie nicht mehr. Okay, hat sich erledigt. Also dann genauso. So. Also wichtig ist nur, dass man dann am Ende das Level am Stück spielt. Logisch. Ja, aber wenn man jetzt nämlich sieht, was hier danach kommt, dann ist der Midway schon genau richtig gesetzt worden. Der ist nicht mal zu freundlich, weil das hier danach, das hätte ich nicht immer wieder neu mit dem Anfang spielen wollen. Das wäre dann doch ein bisschen too much. Ja, weil hier stirbt man doch sehr häufig, deswegen hat er auch den Midway dahin gesetzt. Der hat echt ein gutes Gespür dafür, wie weit man kommen könnte, ab wo es Probleme geben könnte. Der hat echt ein gutes Gespür dafür. I like. Das ist Level-Design nicht aus der Hölle, sondern aus dem Himmel. Ah, okay. Da darf ich nicht so weit rüber, muss ich relativ schnell wieder zurück auf das Ding. Sonst erwische ich den Zyklus nicht. Und ich löse den Zyklus ja erst mit dem Sprung auf den P-Switch aus, also viel schneller komme ich da auch nicht rüber. Auch wieder sehr passende Musik übrigens. Und wir haben, es wurde ein Kommentar geschrieben, den fand ich auch sehr gut, dass wir doch mal, wenn wir die Zeit haben, auch mal in die normale, in die Nicht-Musik-ROM reingehen und schauen, was da so für Musik gespielt hätte in den Leveln. Ob es die gleiche ist, nur dann halt schlechter geportet, oder ob es wirklich andere Musik ist. Das würde mich gerade bei dem Level mit dem Zelda-Ding auch interessieren, ob sie da auch dann einen Main-Theme-Port rein haben oder ob dann ganz andere Musik gespielt hat. Das wäre interessant zu wissen. Ich glaube nämlich, dass die gleiche Musik spielt, nur halt in deutlich schlechterer Qualität, aber manche Lieder gibt es ja wahrscheinlich gar nicht in dieser Qualität. Das ist... Okay, da muss ich schnell rüber, bevor die Stachel kommt. Okay, uiuiuiui. Weil darauf kann ich nicht mehr landen auf dem Ding. Das ist dann, wenn die Stachel da ist, dann ist die Stachel da, dann ist zu spät. Okay. Ei, ei. Ach. Seit wann habe ich denn den Sprung verhauen? Jetzt habe ich gepennt. Nein. Aha. Ah, es wäre schon cool, wenn wir den Part des Level noch beenden würden, aber... Ja, die Zeit, ne? Die macht halt leider nicht Halt. Nein! Ich sag mal, ich gehe mal auf eine halbe Stunde für den Part jetzt. So, das ist jetzt mal die Zeit, die ich noch gebe. Weil wir sind jetzt ja schon bei Midway angekommen, so... Das ist dann ja okay. Und wenn ich abschätzen kann, wie lang das Level noch ist, dann weiß ich auch, wie viel Zeit ich dafür noch aufwenden müsste, um es zu schaffen. Wir sterben ja noch relativ bald nach Midway immer, also sind recht viele Versuche, die wir hier in ein paar Minuten sehen. Innerhalb von ein paar Minuten. Zack, zack, zack. Ach, was ist denn das für ein Sprung, den ich da mal fabriziere?
Ist auch eine neue Fehlerquelle. Vorher habe ich den Sprung einfach gemacht, so. War mir egal. Und jetzt nicht mehr. Okay, rüber. Und rüber. Okay. Ja, jetzt hätte es zeitlich funktioniert. Leider war ich zu inkompetent. Aber es hätte grundsätzlich funktioniert. Jetzt. Rüber. Ah, oh, da muss man wirklich richtig... Oh mein Gott, da muss ich richtig schnell sein. Sheesh. Ja, das war kein Spinjump. Falls ihr es nicht gemerkt haben solltet. Das war kein Spinjump. Das war ein... Ah! Nein! Mist. Also bisher Hauptproblem, diesen... Ja, sprechen ist auch Hauptproblem. Bisher Hauptproblem, diesen Pieswitz-Stein zu treffen. Dafür habe ich bisher noch zu wenig Zeit. Da kommen schon die Stacheln dann hoch. Was nicht gut ist. Stachel hochkommen, nichts gut. Das sieht gut aus. Jetzt aber. Jetzt war ich sogar zu bald. Weil jetzt hätte ich noch gar nicht durchspringen können. Das ist alles so krass getimed immer hier. Na, jetzt kann ich noch gar nicht durch und jetzt wäre es schon wieder fast zu langsam gewesen. Okay, da ist direkt das Ziel. Yo, das Level ist so kurz. Yo. Ja, nice. Dann schaffen wir es ja. Weil das ist jetzt ja nicht mehr viel. Cool. Weil hier kann ich ja sogar warten, bis der wieder hochkommt. So. Also hier muss ich ja sogar warten. Da muss ich mich nicht mal mehr beeilen. Ich muss warten, bis der wieder hochkommt. Und dann ist schon der Sprung ins Ziel, oder wie? Oder es ist wieder so ein Fake-Ziel und wir müssen was anderes machen. Das kann natürlich noch sein. Da muss ich aufpassen. Da war ich schon zweimal jetzt euphorisch und habe das Ziel gesehen und dann war es nur so ein Fake-Ziel. Man musste noch eine kleine Sache machen. Aber es war dann auch nicht viel meistens. Also es war dann auch meistens nur so ein kleines Ding noch, was man tun musste. Aber cool, dass wir überhaupt das Ziel sehen. Aber es sah jetzt auch nicht so aus, als ob das Fake wäre. Also ich wüsste nicht, was ich anders machen könnte da hinten. Ich denke, das ist das Ziel. Ja, nice. Dann bin ich mit der halben Stunde ja dicke drin. Locker. Locker. Locker wie Schließfach auf Englisch. So. Mist. Okay. Sehr schön. Also die Pflanzen da von oben sind überhaupt keine Bedrohung. Was mir recht sein soll. Ich will nicht, dass die eher kommen. Ist alles gut so. Ich sage nur, sie sind keine Bedrohung. Nach! Nein. So, und dann haben wir auch wieder den Part für morgen. Passt. Mit einem Level, was wir geschafft haben sogar. Es ist jetzt ja nur noch eine Frage der Zeit. Wir haben ja schon das Ende gesehen. Darf halt jetzt nur nicht zu viel Blödsinn machen, ansonsten landen wir doch wieder bei 40 Minuten. Na, wenn ich jetzt konstant so weiterspiele wie die letzten 2 Minuten, dann haben wir es auch in 30 Minuten nicht. Ah, war ich wieder zu langsam? Da bin ich fast wieder in der Lava versunken. Aber es hat dann noch funktioniert. Ah! Das war viel zu... Okay, nee, war nicht zu bald. Passt.
Man muss ja echt aufpassen, dass man nicht zu schnell ist. Das ist ja auch nochmal so eine Geschichte. So, jetzt aber. Nein, jetzt bin ich da reingerannt, weil ich nicht mehr springen konnte, direkt nachdem ich auf dem Switch war. Ah, das ist so... Das ist wieder diese Mario-Physik. Kurz nachdem du auf dem Ding warst, kannst du nicht springen, weil du noch so einen... Ja, so einen Abrutscher davon machst, mehr oder weniger. So. Na, oh, Mann. Okay. Jetzt. Nein, Mann. Ich bin an der Stelle zu aufgeregt noch. Ich mache da noch zu viele Leichtsinnsfehler. Was super ärgerlich ist. Ich hatte jetzt auch eine Schulaufgabe, ne? Da hat, also es geht um quadratische Ergänzung und der Schüler, den ich korrigiert habe, das sah grundsätzlich, sah das, was er gemacht hat, wie eine quadratische Ergänzung aus. Aber er hat es geschafft, so viele Leichtsinnsfehler einzubauen. Also Vorzeichen verdreht, Zahlen dann falsch berechnet. Der hat grundsätzlich eine quadratische Ergänzung durchgeführt. Aber er hat sich in den einzelnen Schritten immer wieder verrechnet. So, der wusste, wie es geht. Und seine Fehler waren aber dann eher sozusagen, ja, Fünftklassfehler, kann man sagen. Also, wenn ich halt zum Schluss zum Beispiel bei der quadratischen Ergänzung noch die zwei letzten Zahlen zusammenzählen muss. Ja, da steht dann halt, was weiß ich, 43 plus 5 oder so. Ja, nee, kann eben. Er gibt jetzt keinen Sinn, dass es 43 plus 5 ist. Ist egal. Jedenfalls, da hat er dann halt Fehler gemacht. Ne? Und das ist dann so ärgerlich, weil dann muss ich dafür Punkte abziehen. Und dann hat er eigentlich den Grundteil, die quadratische Ergänzung. Das hat er eigentlich gecheckt, wie es geht. Aber er hat so viele Leichtsinnsfehler eingebaut, Rechenfehler, dass ich ihm fast keine Punkte drauf geben konnte. Also ein bisschen was konnte ich drauf geben, aber es hat mich so geärgert, weil er das Schwierige verstanden hat. Das konnte er, aber dann die leichten Sachen, die eigentlich praktisch nur der Rechenschritt an sich sind, das nicht. Ah, das ist so... Das ist wie wenn ihr wisst, wie man zwei Klammern miteinander multipliziert, ne? Ihr wisst, dass man die Summanden einzeln miteinander mal nimmt. Das wisst ihr, das ist das Schwierige. Und dann verrechnet ihr euch aber beim Multiplizieren. Ja, das ist so... Wenn es nur ein Fehler gewesen wäre, hätte ich halt nur einen halben Punkt abgezogen. Aber so musste ich halt für jeden Fehler was abziehen. Es ist so frustrierend, wenn man sieht, der kann eigentlich das Schwierige und verrechnet sich dann ständig. Das ist so... Ah. So, jetzt. Okay, hier kann ich stehen und dann kann ich da drauf und dann geht's hier rein. Easy. Nice. Okay. Ja, ist doch mit der halben Stunde, hat doch ganz gut geklappt. Kein Mond. Passt. Okay. Schön, schön, schön. Gut. Dann. Für welches Level steht dieses X da eigentlich? Weil Secret. Achso, Secret Passage kann ich nicht spielen. Ja, das war die Geschichte. Das war dann das. In diese Meme World kann man hier reinlaufen. Das war das Auto-Level. Ich will nur kurz gucken, was wir jetzt noch nicht haben. Also, wir haben natürlich diese Door nicht. Das ist ja auch, also das ist ja richtig krass. Das da oben haben wir. Ich glaube nämlich, wir haben jetzt von der ersten Welt erstmal alles. Das ist das mit dem Pi, das mache ich, wenn Dings ist. Dann würden wir nächstes Mal, glaube ich, in die Meme-World mal reingucken. Das scheinen ja nicht viele Level zu sein, es sind ja nur zwei Level. Aber dann würde ich da das nächste Mal reinschauen. Was ist dieses Fragezeichen? Ist das von dem? Aber das haben wir ja gemacht, theoretisch jetzt. Was ist dieses Fragezeichen? Zu welchem Punkt gehört das? Das irritiert mich ein bisschen, aber ist okay. Ja, aber sonst haben wir hier alles. Es gibt dann da oben jetzt die... Wait, da haben wir doch was nicht. Wait, wie komme ich da hin? Seht ihr das? Da drüben, dieser lange... Da, der da? Da ist auch ein Level. Da ist auch ein Level. Okay, wie komme ich da hin? Durch die Meme-World?
Nee, durch die Meme-Welt kann es nicht sein. Weil hierdurch. Huch. Ah, da kommt gerade frisch ein Kommentar zum aktuellen Part rein. Ja, durch die Meme-Welt läuft man ja hier so. Und hier oben raus komme ich dann da. Genau. Aber da unten, da weiß ich dann gar nicht, wie ich da hinkomme. Das ist dann irgendein extra Weg. Okay. Es gibt nämlich ja natürlich hier oben auch noch die nächste... Oh, wir haben Blossom Garden Gate noch nicht gespielt. Hier komme ich noch nicht hoch. Weil hier geht's auch hoch. Hier geht's auch hoch. Okay. Dann machen wir nächstes Mal Blossom Garden Gate. Danke fürs Zuschauen und tschüss.